Hallo, hier ist Alex aus Wien. Wieder mal. Mir hat die letzte Review Spaß gemacht. Deswegen habe ich gedacht, so, ich werde jetzt gleich was dran setzen. Ein oder zwei, je nachdem, wie mir die Laune steht und was mir halt so in den Kopf kommt. Und da ich sie aber rauchen möchte, wird es wahrscheinlich eine gestückelte werden. Ja, wie gesagt, ich versuche das so zu halten, wenn ich irgendwo hinfahre, in irgendein Land, das ich kenne oder nicht, versuche ich mir auf jeden Fall Tabake oder Zigarren mitzunehmen. Nach langer Zeit bin ich wieder mal nach Amsterdam gekommen und da bin ich halt auch in den Tabakläden der Stadt herumgeschlichen und habe da den Tabakverkäufern halt unterschiedliche Meinungen herausgeholt. Und unter anderem, auf den haben sie sich alle geeinigt, das wäre ein typischer holländischer Tabak. Das ist der von Höppingblumen. Also Höppingblumen nennt sich Stad Otmarsum, extra Grul, echter alter holländischer Pfeifentabak. Ja, auch schöne Fotos drauf. Ja, sollen uns davon abbringen, ja, nicht zu rauchen. Da drinnen nochmal eine Werbung. Wir sind Dodeln, dass wir das rauchen. Aber es heißt wahrscheinlich, es ist tödlich. Und ja, dann noch ein paar so kleine Kupferstiche aus Utmasum. Ich habe gehört oder gelesen im Internet. Es gibt nicht, es ist eine alte, sehr alteingesessene Tabakfabrik. Das ist auch ein alteingesessener Tabak. Ja, zeige ich das am besten. So. Ja, es ist ein. Offiziell heißt es Ribbon Cut. Ich würde sagen, das ist fast ein Feinschnitt, so da könnte man sich mit einer guten Lunge auch Zigaretten daraus machen. Ich würde also eher davon abraten. Auf Österreichisch oder Wienerisch sagt man halt, das ist ein richtiger Beischelreißer. Ja. Also der kann es schon. Ja. Wie üblich probiere ich das natürlich gleich einmal aus. Mal schauen, ob es mir diesmal genauso gut gelingt wie beim letzten Mal. Wieder mein Old Boy. Also etwas habe ich schon gelernt, ich habe schon ein paar Pfeifen Bowls davon, also Mischung, also Stopfungen davon geraucht. Möglichst fest stopfen. Ursprünglich, also das habe ich, man findet nicht allzu viel im Internet. Hingewiesen wird immer, dass das in den Claypipes, also in den Dompfeifen geraucht wird okay. Ja, also es ist gesagt, ein wilder Bursche. Ja, eine feine, klassische wirklich Struktur. Also nicht das Virginia-mäßige, sondern doch auch in die
kräftige Richtung gehend. Überhaupt nicht fermentiert oder so irgendwas oder irgendwas mit irgendwas sauciert. Er ist wirklich ganz, ganz typisch ohne irgendwas. Nikotin? Ja. Ja, also wenn es einen geschwinden Stoß von Nikotin braucht und keinen Kaffee trinken wollt, dann ist der zu empfehlen. Ja, also ganz normale, helle Tabake. Wer das liebt, dem ist es zu empfehlen. Ich werde noch ein bisschen weiter rauchen und melde mich dann wieder. Ja, da bin ich jetzt wieder. Ich habe jetzt ein bisschen weiter geraucht und wie üblich ein bisschen herumgesurft. Habe nicht allzu viel gefunden, was interessant ist, was man nicht eh in etwa weiß. Es ist also meistens in Jaffa angebaut in, und es hat halt eine urlange Tradition der Tabakproduktion. Und ähnlich wie die Virginias sind die also wirklich nur luftgetrocknet. Es wird die ganze Staude, die alle Blätter werden verwendet. Was viele vielleicht wissen, ist, dass das Jaffa auch sehr gute, wenn auch billigere Zigarren kommen als von Kuba. Und interessant war, dass man die, vor allem die Deckblätter dafür braucht. Und auch dort produziert und auch versendet und sie jetzt speziell darauf spezialisiert hat. Aber jetzt zurück zum Stad Utmamsum. Ist wie gesagt ein kräftiger Tabak. Ich habe es mir vorgenommen, in einer nicht gefiltert. Meine alte GPD muss da herhalten. Ja, was sage ich dazu? Wirklich eine Nikotinbomben, die man nicht, das ist eine zu große Bowl dafür, wenn ich die vollständig rauchen würde. Das würde ich nicht empfehlen. Also das würde ich nicht durchhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird keinen Spaß mehr machen. Wie gesehen, ich habe es einmal angezündet. Funktioniert. Also man kann ihm schön durchrauchen. Wie gesagt, feststopfen. Würde ich mir den noch einmal kaufen? Ich kann es nicht sagen. Ich habe ihm jetzt schon ein bisschen geraucht. Er ist nur 40 in 40 Gramm Pouches zu erhalten. Und kostet 8 Euro. Also dafür ist er mir eigentlich zu stark. Und ich kann auf keinen Fall eine Empfehlung dafür aussprechen für Beginner. Ja, für Leute, die vielleicht heftigen Tabak gerne rauchen und so eine kurze Nikotinspritze brauchen, die sehr wohl. Ich habe das jetzt einmal kurz abgedämpft. Seht ihr das? Es ist eine ganz graue Asche, schön raucht sie wirklich gut und schön auch durch, zumindest wenn die anderen Pfeifen mal so. Ich nehme an, es wird bei dir auch sein. Es bleibt nichts in der Pfeife drinnen, es ist wirklich schön zu rauchen. Kann man gut vorstellen, wenn man das in einer längeren Pfeife oder in einer schönen gebogenen Pfeife, in einer kleinen, falls man sowas hat, raucht, dann macht es sicher extremen Spaß. Aber ich kann natürlich sagen, dass das bei uns schon eher zu den sehr starken Tabaken zählen würde. Das war's von mir. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können und empfehle mich bis zum nächsten Mal aus Wien. Habt ihr Ehre.